Was sich häufig im Zubehör für Wasserbetten befindet, sind sogenannte Topliner, Capliner oder Staubschutzmembranen. Und zwar ist das eine dichte Gewebefaser, ähnlich einer Fallschirmseide oder einer Ballonseide, die dann zwischen Wasserkern und Textilie dann zwischengezippt wird. Bei Aqua Flair aus dem Hause Tasso haben wir das so gelöst, dass dieser Topliner, so nennen wir den, mit der Textilie mit einem Reißverschluss verbunden ist. Denn Vorteil ist, dass wenn so etwas genutzt wird, dass man das voneinander trennen kann und das dann auch unterschiedlich waschen kann. Wenn das jetzt direkt vernäht ist, dann wird dieses Material nicht mehr ordentlich durchspült in der Waschmaschine. Es ist also noch eine ganze Menge an Rückstau von Hautpartikeln, die sich dann hier zwischen sammeln, auch immer noch nach der Wäsche existent. Letzten Endes ist das mit dem Topliner sowieso eine zweischneidige Sache. Er soll dafür sorgen, dass halt die Hautpartikel, die sonst auf den Wasserkern rieseln, jetzt hier zwischen gefangen werden oder gehalten werden. Aber wenn ich die jetzt hier zwischen halte, habe ich natürlich auch wieder die Hautpartikel direkt unter meiner Nase. Und Hautpartikel sind Nährboden für Milben, also davon ernähren sich die Milben. Und die scheiden dann wiederum den Milbenkot aus. Und der Milbenkot ist halt nun mal Allergieauslöser Nummer 1. Dieser Staub, diese Stäube gehen dann und auch der Kot gehen in unsere Lunge. Und das ist ein Allergieauslöser, der sich eigentlich vermeiden lässt. Und da ist die Hygiene beim Wasserbett eben ein großer Faktor. Denn wenn die Hautpartikel auf den Wasserkern rieseln, dann rieseln die Hautpartikel auch hier in diese Seite hinein. Und wenn die sich hier in dem Zwischenbereich befinden, dann werden sie, dadurch, dass man sich ja auf dem Wasserbett auch bewegt, irgendwann hier an die Seite geschubst. Das bedeutet, dass sie zwischen Wasserkern und Sicherheitsfolie zwischenrutschen, und zwischen diesen Vinylen hat man eben auch, wie gesagt, eng anliegende Vinyle, und da ist überhaupt gar kein Lebensraum für Milben. Da können sich Milben sehr, sehr schwierig bilden, und vor allen Dingen sind die Hautpartikel auch wieder direkt weg von der Nase. Ja, es ist schon richtig, dass man dann auch, wenn man den Topliner nicht benutzt, mehr Zeit in die Reinigung investieren muss. Aber ich empfehle eigentlich immer, dass man 15 Minuten mehr Zeit in diese Reinigung auch der Zwischenzagen hier investiert, dafür aber die optimale Hygiene hat. Denn die Reinigung hier dieses Zwischenraumes ist eigentlich gar nicht so kompliziert, und man muss auch nicht bis in den Unterboden sauber machen. Das haben wir aber auch in dem nächsten Video erklärt. Und es ist halt einfach eine deutlich bessere Hygiene, dadurch, dass die Hautpartikel, die potenziellen Milben und auch der potenzielle Milbenkot dann weg von der Nase ist. Ein Topliner macht eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich gebrechlich ist, also man einfach dieses Handling nicht mehr machen kann, wenn man den Wasserkern nicht zur Seite drücken kann, weil es einfach auch zu schwierig ist, wenn Behinderungen bestehen oder wenn man einfach auch schon ein hohes Alter hat und das nicht mehr machen möchte. Ansonsten für einen ganz normalen, jungen, gesunden Menschen definitiv kein Topliner, weil man einfach ein wichtiges Standbein des Wasserbettes reduziert bzw. eliminiert. Und hochwertige Folien, wie jetzt zum Beispiel beim Tassobett oder beim Aquaflair, brauchen auch keinen Schutz vor Schweißkristalle. Tassobetten halten mit der Rezeptur durchaus diese 20 Jahre. Aquaflair sind ungefähr im 15-Jahres-Bereich. Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass das Material keine Salze vom Schweiß vertragen würde und man auch diese wiederum hier zwischen sammeln sollte. Also das ist auf jeden Fall nicht nötig.